Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Oldschool-Diät. Und wie ihr sehen könnt, ist die Form schon um einiges besser geworden. Formcheck gibt's für euch aber später. Heute ist der 14. Tag und ich zeige euch jetzt erstmal meine ganz besondere Morning Routine. Let's go! Bevor es auf die Waage geht, erstmal schön auf den Pott. Und ich kann euch sagen, mein Stuhlgang, der läuft mal richtig gut seit der Oldschool-Diät. Jetzt mal ganz schnell die Zähne putzen. Ich kann mal einen Mundgeruch schon riechen. Gott sei Dank hört ihr das nicht. Ein spannender Moment, der morgendliche Gang auf die Waage. 127,5. Ich war schon mal 100 Gramm leichter in den letzten zwei Tagen, aber das Gewicht bleibt jetzt auf jeden Fall erstmal stabil. Und wie gewohnt, jeden Morgen 15 Gramm Glas. Heute im Geschmack Strawberry Kiwi. Und schnell nochmal die Fleischmütze rasiert. Und dann folgt auch schon das erste Highlight des Tages. Mein Oldschool Diet Haferflocken Eiklerkuchen. Link zum Rezept. Video ist hier. Also irgendwie bin ich den ganzen Tag schon ein bisschen maulig und mies drauf. Was macht man am besten? Richtig, ins Gym abreagieren. So, ja. Das ist gar nichts. Ich mache so ein bisschen meine Reha-Übung noch. Ich habe ja bei Herrn Roland Liebscher und Bracht festgestellt, dass ich bestimmte Bewegungsmuster einfach nicht mehr beherrsche, die ich früher vor 3-4 Jahren noch aus dem Stehgreif immer konnte. Und ich versuche jetzt einfach wieder diese Bewegungsmuster reinzubekommen. Bestimmte Dinge verlernt man einfach im Zuge des Älterwerdens und nicht ausüben. Aber früher konnte ich das einfach immer wieder aus dem Stehgreif abrufen. Egal, es geht gleich weiter, Leute. Der Abend ist noch nicht vorbei. Es wird ganz besonders heute. Ne? Es ist jetzt 9:30 Uhr, Sonntag. Ich bin noch im Gym und danach geht's nicht ins Bett. Frisch geduscht, jetzt aber schnell Essen rausholen. Ordentlich Kalorien gespart für heute Abend. Dann gibt's hier noch ohne immer Reis. Brokkoli. Leute, wir sind da. Das wird für mich heute die ultimative Challenge. Normalerweise würde ich jetzt ins Bett gehen. Ich habe früher wirklich, müsst ihr mir glauben, 10 Jahre lang diesen Sport so ultra krass gelebt. 10 Uhr musste ich im Bett sein. Da gab es gar nichts mehr. 8 Uhr aufstehen, 8 bis 10 Stunden Schlaf. Es ist Sonntag, Leute. Und ich fahre jetzt auf eine, oder bin gerade auf einer Superbowl-Party. Beziehungsweise geht es da rein. Es ist total irre. Ich habe Kalorien gespart. Ungefähr 2000 sind noch übrig. Ich habe mein Oldschool-Diet-Essen mit. Aber ich will heute mal gucken, ob da nicht vielleicht ein bisschen frischer Salat oder Barbecue. Es ist ein Catering angesagt. Leute, ich bin so hyped. Wir sind eine Dreiviertelstunde zu spät. Hauweia. Ne? Aber wie, ich glaube, man soll ja nie pünktlich auf Partys kommen. Eigentlich sind wir viel zu früh. Ja. Hey! Willkommen! Willkommen bei YouTube, würde ich sagen. Willkommen bei YouTube. Ja. Geil. Na, Alter! Schön, dass ihr da seid. Wie zur falsche Mannschaft, oder? Falsche Mannschaft, sagt er, Alter! Wir müssen noch ein bisschen Konkurrenzkampf hier aufkommen lassen. Kommt rein, meine Freunde. 14. Tag Oldschool Diet. Ich habe nur Reis und Hühnchen gegessen. Und ich bin am Struggeln. Gestern habe ich den ganzen Tag abends gedacht, so. Den ganzen Tag. Ja. Habe ich so Struggle gehabt. Und mit meiner Frau auf dem Sofa gesessen. Sie hat so viele leckere Sachen gegessen. Ich hatte mein Reis und Hühnchen und dachte mir so, fuck, man, ich würde jetzt so gerne beim Fernsehen, weißt du, was Leckeres knabbern. Und erzähl doch mal, was hast du denn hier alles Geiles? Also wir haben hier Wraps und du kannst eigentlich gar nicht, sag mal ehrlich, kannst gar nicht viel falsch machen. Außer du hast ein bisschen Teig drum, aber sonst ist Hähnchenfleisch, Salat, dann hast du hier... Hast du Kalorienzahlen? Dann hast du hier... Haben wir Kalorienzahlen? Nee, wa? Dann hast du hier, rein vegetarische und vegane Wraps. Ja, komm, das lass mal sein. Du machst, guck mal hier, Eier, du machst gar nicht so viel falsch heute, seid ihr ehrlich. Und jetzt sind nochmal Bowls. Die haben wir teilweise hier mit nicht mal paniertes Hühnchen, das rohes Hühnchen drin. Das ist geil, ein bisschen Salat, ne? Ja, ein bisschen Salat. Hier hast du noch eine schöne Variation, das ist Fischsoja, das ist Lachs. Also du hast eigentlich was dabei. Und normalerweise sieht es so aus, als wenn das nur dein Armut ist. Ich weiß, Johannes. Ja. Aber wir haben ein ganz viel Knabberzeug, die anderen ist noch viel süßes. Also, let's go! Ja, ich bin am Hadern, ich weiß es nicht. Ne? Aber ich habe genug Kalorien übrig. Ich könnte jetzt einfach meine Reiskalorien ersetzen und Hühnchen und... Da kommt der hier auch eine. Und ich will ja morgen auch einen Formcheck machen. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen auflade, mache ich mit euch morgen einen Formcheck und das wird bestimmt besser aussehen. Sieht dann brutal aus.
bin heute für das Popcorn zuständig. Also Tim hat auf jeden Fall hier schon gepoppt und es riecht brutal. Ich finde, Popcorn ist so underrated. Das sieht auch richtig gut aus, muss ich echt sagen. Aber da werde ich mich fern von halten. 400 Kalorien auf 100 Gramm ist eigentlich ein gutes. Ja, muss man nicht machen, wenn ich einer anfange, dann... dann mache ich nicht. Ich habe hier tatsächlich schon mal zwei so eine kleine Bowls probiert. Das Gemüse, ich glaube, ich habe auch noch irgendwo irgendwelche Gemüse zwischen den Zähnen. Ein Wrap, dann bin ich vielleicht bei 500, 600. Ich kann auch noch ordentlich meinen Reis nachher gönnen. Pass. Wir wollen das Spiel gucken. Oh! Also ich muss sagen, für die Uhrzeit bin ich erstaunlich fit. Ich dachte nach dem Training, ich kacke voll ab, aber läuft auf jeden Fall. Ist jetzt halb zwei oder so oder um zwei? Aber ja, auch genug gegessen jetzt, ne? Also meine 2000 Kalorien habe ich auf jeden Fall langsam voll. Alter Falter! Warum die alle Gesicht verziehen, weil sie sich Alkohol reinballern und sich ekeln vor dem Alkohol, Leute. Also ich habe mich heute noch nicht geekelt. Ich gönne mir schön die Pepsi Max rein und feiere. Das ist richtig intensiver und schöner Billig-Wodka. Ja? So für 2 Euro oder so. Der brennt schön rein. Bei dem Philipp Stehler geht es richtig. Hauptsache ballert, Junge. Beim Super Bowl. Kurze Auswertung vom Spiel. Weißt du überhaupt, wie es steht? Ja, die Chiefs liegen vorne. Trink das nicht, Mann, trink das nicht, bitte trink das nicht. Also ganz ehrlich, alles ist da. Nee, sorry, da trinke ich sie mit. So eine Scheiße. Ich trinke keinen. Vor 16 Jahren habe ich das letzte Mal gesoffen. Alle im jugendlichen Leichtsinn hier. So, Prost. Symbole zum Trotze, Finger in die Fahrradkette. Warte, ist die Tür nicht in Ordnung. Willkommen zum allerersten deutschen Super Bowl-Finale im Werfen. Go! Lauf einfach. Oh, oh! Oh, Alter, voll in die Fresse! Eieiei! Boah, ich hoffe, es wird nicht blau, Alter. Es ist aus! Das Spiel ist aus! San Francisco hat es nicht gemacht. Super Bowl, Baby! Philipp, dein Resümee? Gutes Spiel, unterhaltsam, geil! Und das richtige Team hat gewonnen. Verdient gewonnen. Mega spannend. Mir war es eigentlich völlig latte, wer gewinnt. Hauptsache bleibt spannend. Und das war's. Uiuiuiui. Es kommt mir vor, als wäre das alles gar nicht geschehen. Ist es aber, ja, ich habe euch einen Formcheck versprochen, ihr bekommt einen Formcheck. Ich habe jetzt immerhin 6,5 Stunden gepennt und war nur einmal davon wach und musste pinkeln. Perfekt. Aufgeladen bin ich auf jeden Fall, ich habe auch ordentlich Wasser drin, spüre ich auch, aber die Muskeln sind schon rundevoll. Und ihr könnt euch jetzt selber ein Bild machen, ne? Diesmal scheint die Sonne hier rein, ja, mal sehen, wie es ausschaut. Jetzt treffen wir den lieben Koray im High Five und werden gemeinsam ein bisschen, ja, seine Geschichte erzählen. Und ich werde danach noch ein bisschen trainieren. Da ist er auch schon. Koray, bist du ready? Yes, ich bin ready. Heute wird schwer gehoben. Ich freue mich. Und ich bin gespannt, was noch übrig ist da von der Kraft. Ne? Ich beobachte das auch nochmal fleißig auf Instagram immer und sehe, einmal war richtig schlimm. Da hast du versucht zu beugen und da gingen nicht mal die 200. Da bist du in der Hocke sitzen geblieben, das war so sad. Und dann hast du noch gekniet die ganze Zeit. Moin. Und 20 Kilo, ja, genau. Zweite Wiederholung, nicht völlig eingeknickt. Aber ich muss ehrlich sagen, es war ein schlechter Tag. Also das schlechteste. Der schlechteste Tag von allen jemals. Ja, die ich hier hatte, glaube ich. Ich lieb's ja, so. Passiert. Wir erzählen euch auf jeden Fall deine Geschichte weiter in einem separaten Video. Oh yeah. Also, Koray, Chemotherapie läuft richtig gut, wie ihr sehen könnt. Ne? Wenn ich das so sehe, dann, das macht mir richtig Hoffnung, mein Freund. Kam er noch nicht hoch. Kam noch nicht hoch. Du würdest jetzt gleich an die 280 Kilo im Kreuzheben ranwagen, mit knapp unter 80 Kilo Körpergewicht, also mehr als 3000 Körpergewicht.
Aber ob er es packt, seht ihr dann halt in dem Video. Ne? Wahnsinn, der Bursche, Wahnsinn. Also wenn Cora nicht motiviert, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Ohne Flachs. Apropos Motivation, ich mache jetzt noch ein bisschen Beinpress. Ne? Das ist das erste Mal seit Wochen, Monaten, dass ich wieder beidbeinig in der Beinpresse arbeite. Ich habe sonst die letzten Wochen echt nur unilateral einseitig gearbeitet. Es verändert sich irgendwas beim Oberschenkel, nachdem ich jetzt regelmäßig Übung mache. Und gestern habe ich nicht ordentlich wirklich vorne den vorderen Anteil belastet. Deswegen gibt es jetzt nochmal Saures, Leute. Schöner Scheiß. Rechts ein Pump, links nicht, alles wie gehabt. Egal, solange es beim Treppensteigen ein bisschen besser wird, ich weniger Schmerzen habe, sich irgendwas verändert, ist es alles gut. Ich mache meine Übung, ich bleibe fleißig. Mir egal, ich lasse mich nicht unterkriegen. Jetzt mache ich auf jeden Fall noch 6-7 Sätze Waden, weil Waden kann man nie genug machen. Dieser Moment, wenn du nach Hause kommst und das Essen schon auf dich wartet, beziehungsweise deine Frau schon auf dich wartet. Hast du Bock? Hast du Hunger? Bist du bereit? Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Wenn ihr dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, was noch geschieht, dann müsst ihr einfach Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Tschüss.